Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es gibt endlich wieder ein Haul. Ich habe so lange kein Haul gemacht, Leute, und es gibt keinen kleinen Haul. Es gibt einen XXXXXXXL Haul. Und zwar von Naked. Und zwar Herbstklamotten. Ich freue mich so, so, so heftig. Die Klamotten sind so schön. Es gibt natürlich einen Rabattcode. Und alle Produkte sind unten in der Infobox verlinkt, sofern sie noch verfügbar sind. Weil die Klamotten, gerade diese beliebten Klamotten, sind immer relativ schnell weg. Deswegen seid auf jeden Fall schnell. Ich würde sagen, wir starten sofort. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich nehme einfach von oben vom Stapel weg. Wir fangen an mit dieser Hose. Leute, diese Hose habe ich, seit ich sie jetzt bekommen habe, auch jeden Tag angehabt. Das ist eigentlich wie eine Jogginghose. Die hat hier so Taschen und die ist unten auch nicht eng. Also die ist so. Aber die hat irgendwie, ich weiß auch nicht warum, sowas Schickes. Und ich kann mir so gut vorstellen, die einfach auch mit Heels zu tragen und obenrum was Cooles. Und das ist einfach dann so ein Mom-Outfit. Ich muss ja wirklich sagen, ich muss hier mal die ganzen Katzenhaare runter machen. Egal wo ich bin, höre ich wirklich ungelogen jedes Mal, boah, irgendwie bist du voll die Milf. Und ich immer so, okay, ist das jetzt ein Kompliment? Aber ja, deswegen sage ich immer zu gewissen Outfits Milf-Outfits, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Und das ist halt für mich dann so ein Milf-Outfit. Aber ich trage sie auch super gerne zu Hause, weil sie einfach keinen engen Bund hat, einfach so schlabbrig ist. Und sie ist einfach super bequem und ich glaube, die sieht trotzdem mit High Heels ziemlich, ziemlich geil aus. Als nächstes habe ich dann einen Mantel. Und ich habe ja sonst nur so Teddy-Mäntel und ich wollte irgendwie so einen schickeren Milf-Mantel haben. Hier ist auch noch das Schild dran. Ich hatte den schon an, muss man sagen, aber nur für ein Foto. Ja, der ist in diesem dunklen Braunton, hat auch so weitere Ärmel und ist relativ lang, hat hier diese zwei Knöpfe, Seitentaschen und hinten eigentlich nichts Besonderes. Ich finde den super, super schön. Ich hatte den zu einem so coolen Outfit an, das seht ihr hier, das sah einfach so, so, so cool aus. Und ja, der Mantel ist auf jeden Fall richtig cool für so schickere Outfits. Jetzt kommen wir zu, ich glaube, es ist sogar schon mein Lieblingsteil. Und das ist dieser Cropped Strickpulli aus der Gerda-Kollektion. Also Gerda von Bachelorette hat mit Naked eine Kollektion gemacht. Und dieser Pulli war drin, der hat super breite Ärmel. Hier so einen engen Bund. Wie gesagt, ist cropped, so richtig schön grob gestrickt. Der ist super weich, das ist einfach... Oh, ich liebe den Pulli einfach mit diesem V-Ausschnitt. Ich finde den so, so, so Hammer. Den kann man auch einfach zu allem anziehen, zu einer Jogginghose, zu einer Jeans. Voll geil zu so einem Pulli, zu einem Rock und dann so einen fetten Strickpulli drüber. Ich liebe es einfach. Das nächste Teil ist diese Mom Jeans von Mango. Bei Naked gibt es ja nicht nur Naked Brand, sondern auch verschiedene Marken, unter anderem halt auch Mango. Und da gab es diese schwarze Mom Jeans. Ich habe die in Größe 36. Die passt auch gut. Ich schwanke immer zwischen 34 und 36 und meistens nämlich bei Hosen dann eher 36, damit die mich nicht so einengen. Aber es könnte ein mini bisschen kleiner sein, aber nicht so klein wie 34. Versteht ihr, was ich meine? Die Hose ist ziemlich schwarz, was ich normalerweise gar nicht trage. Ich dachte, die wäre so ein bisschen mehr washed out, aber ich denke, dass das mit der Wäsche immer so ein bisschen heller wird, weil dieses ganz tiefe Schwarz mag ich nicht, aber ganz tief schwarz ist sie auch nicht. Ja, was soll ich viel dazu sagen? Das ist eine Mom Jeans. Die habe ich einmal so umgekrempelt, als ich sie anhatte, damit sie noch einen Tick kürzer ist, weil ich ja nicht so groß bin. Ich bin 1,66. Finde ich auf jeden Fall Hammer, Hammer, Hammer. Dann habe ich zur Abwechslung auch ein Accessoire, und zwar diese Mütze von Calvin Klein. Die habe ich eben erst ausgepackt, weil so kalt ist es dann doch noch nicht. Aber ja, hier ist ganz normal das Calvin Klein Logo drauf. Hier steht nochmal in dunkelrot. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Calvin Klein Jeans. Und ja, finde ich auf jeden Fall für den Herbst, Winter richtig, richtig gut. Ich liebe so Mütze. Ich finde, das sieht voll cool aus. Gerade schwarz, dachte ich mir, mit blonden Haaren dann. I really like it. Bevor ich jetzt weiter mit hier Jacken mache, mache ich mal weiter mit diesem geilen Blazer. Leute, die Sachen sind wirklich jetzt erst vor kurzem gekommen, deswegen sind da überall noch die Preisschilder dran, beziehungsweise die Etiketten. Das hier ist der Blazer. Das ist ein Korb-Blazer in diesem geilen Beige mit hier so braunen Knöpfen. Der hat für mich so irgendwie so ein Oldschool-Vintage-Vibe. Ich finde den so, so, so heftig. Der hat hier auch so Schulterpolster. Und es ist auch relativ oversized, aber ich finde den einfach nur cool. Der hat hier hinten am Rücken unten so einen Schlitz und ich feiere den heftig, diesen Blazer. Heftig. Mein Cord, ich bin jetzt erst auf dem Cord-Trip.
ist ja schon ein bisschen vorbei, ne? Aber was soll's. So, dann machen wir mal weiter hier mit dieser Hose. Diese wunderbare Hose habe ich mir für die Arbeit bestellt. Ich trage sehr gerne, also wir tragen auf der Arbeit schwarz und ich trage halt sehr gerne auch ein bisschen was Schickeres, ne, damit wir auch ein bisschen seriös wirken. Und das ist hier so eine, ja, so eine Art Paperbag, weil sie hat halt hier diesen Gürtel und dadurch wird das hier so ein bisschen geschnürt oben. Also wie so eine Anzughose, nur so ein bisschen lockerer halt oben durch das mit dem Gürtel. Die schlage ich auch einmal um, weil sie mir ein Tick zu lang ist. Also wenn ihr größer als 1,66 seid, wird die perfekt sein von der Länge. Mir persönlich ist sie ein bisschen zu lang, weil ich gerne auf Knöchel trage und nicht so dieses schon so am Fuß. Wisst ihr, was ich meine? Passt perfekt, habe ich in der Größe 34. Ich dachte mir, dass die ein bisschen größer ist und dann durch den Gürtel wird sie wieder ein bisschen, also kann man sie ein bisschen schmaler machen. Und ja, die finde ich auf jeden Fall richtig cool zu so einem schickeren Outfit. Habe ich aber mit Sneakern kombiniert, sah sehr cool aus, geht aber natürlich auch super mit High Heels. Dann habe ich diesen coolen Cardigan. Leute, ich habe keinen coolen Cardigan. Nur so zwei schwarze, die habe ich aber auch schon jetzt 10 Winter gefühlt angehabt. Deswegen wollte ich unbedingt einen neuen Cardigan und so in so einem Beige-Ton. Und habe den hier gefunden. Der ist so ein Ticken länger, also geht über den Po, was ich ganz cool finde. Das macht es einfach so ein bisschen gemütlicher. Hat wieder mega breite Ärmel. Ich liebe das. Das sieht immer gemütlich aus. Fühlt sich natürlich auch gemütlich an. Und der hat halt so einen beige-khaki-Ton. Also der geht schon so leicht ins Khaki, würde ich jetzt mal behaupten. Also ist so ein cooler Erdton. Und auf jeden Fall jetzt für den Herbst einfach mal so, um rüber zu schmeißen, richtig, richtig gut. Dann habe ich ein Kleid, auch passend zum Herbst. Es ist ein Strickkleid, ja, was einfach so lang ist. Es ist so eine Midi-Länge. Die Ärmel hier sind so ein bisschen glockenförmig, also sind auch ziemlich breit. Kann man perfekt mit so einem Gürtel, den ich euch gleich zeige, anziehen. Dann dazu Boots und Killer-Outfit. Also richtig, richtig gut. Das habe ich in S bestellt, weil ich auch wollte, dass es so ein bisschen lockerer ist und nicht so eng anliegt. Das mag ich einfach gar nicht. Generell bei Klamotten trage ich alles immer relativ locker. Ja, das ist das mit so einem Turtleneck. Und dazu würde ich folgenden Gürtel kombinieren. Und zwar habe ich hier so einen Chain Belt, einen Kettengürtel. Ich habe schon einen von Naked, der hat aber so hier so zwei Reihen. Und das ist manchmal einfach ein bisschen zu viel. Ich liebe diese Gürtel für über Kleider. Über eine Mom-Jeans sehen die auch heftig aus. Ihr könnt damit auch ein Kleid einfach, so ein Blazer-Kleid, wenn die jetzt keine auffälligen Knöpfe haben, schließen. Also ich liebe diese Gürtel, zumal die halt auch in jeder Größe möglich sind, weil du die einfach in jedes Loch machen kannst. Und ich liebe die einfach. Am Ende hat der hier so ein Dingens mit so einem Kopf drauf. Das sieht aus wie so ein Römer. Und zu dem Kleid halt perfekt. Und das letzte Teil, Leute, wo ich bin jetzt hier echt durchgerattert, weil ich mir dachte, das sind so viele Sachen. Ah, ich habe ja noch zwei. Eine Hose, die habe ich mir jetzt auch eher für die Weihnachtszeit schon bestellt, schon fast, aber auch im Herbst. Das ist einfach so eine Schlaghose. Die ist unten sehr breit und die glitzert, aber nur ganz leicht. Also jetzt, ciao, stimmt. Also jetzt nicht so super auffällig, ich zeige euch das gleich mal näher. Die habe ich in der Größe wahrscheinlich 34 bestellt, würde ich jetzt mal behaupten, dass ich die in so einer Größe bestellt hätte. Nein, tatsächlich 36. Aber die wird passen, die ist stretch, das heißt, die ist immer so ein bisschen enger. Und ja, die habe ich mir, wie gesagt, auch für die Arbeit bestellt, aber kann ich mir auch super, wie gesagt, an zum Beispiel Weihnachten und generell Festtagen vorstellen. Und die letzten zwei Teile sind tatsächlich identisch. Es ist zweimal diese Teddy-Biker-Jacke, aber ich fand die so heftig. Ich wollte die direkt in beiden Farben haben. Die gibt es auch noch in Beige. Ihr müsst bei der halt super schnell sein, weil die war bei mir schon fast ausverkauft, sodass Naked gesagt hat, hey Maya, die Jacke ist schwierig, dir zu senden. Und ich so, nein, ich brauche diese Jacke. Das ist halt so eine Bikerjacke, hier mit so einem schrägen Reißverschluss, hier mit diesen Taschen, hier nochmal Reißverschluss, aber halt in Teddy-Format. Und die ist super, super weich. Ich habe da eine 36 bestellt. Ich empfehle euch definitiv, wenn ihr zwischen zwei Größen schwankt, die kleinere zu nehmen. Die ist nämlich sehr groß. Also die fällt bei mir sehr groß aus. Was nicht schlimm ist, weil ich trage ja eh immer dicke Pullovers und so. Pullovers. Dicke Pullover drunter. Aber ein Tick kleiner wäre sie tatsächlich etwas besser gewesen. Das ist sie in schwarz und das hier ist sie in weiß. Die habe ich auf jeden Fall auch schon oft eingeweiht jetzt die letzten Tage.
Genau, da ist das genau dasselbe Spiel. Vielleicht sieht man das hier so ein bisschen besser. Die hat hier so eine Naht, hier den Reißverschluss, hier hinten auch nochmal diese Naht. Die sieht einfach so, so, so cool aus. Und wenn du die offen trägst, ist das halt vorne so überschlagen. Ich feiere die einfach heftig und die ist so kuschelig, weich und hält auch richtig heftig warm. So, das waren alle meine Teile von Naked. Ich hoffe natürlich, sie haben euch gefallen und das eine oder andere Teil hat euch zum Nachkaufen inspiriert. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was euer Lieblingsteil ist. Und dann gebt auf jeden Fall dem Video ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr eine kleine Benachrichtigung bei jedem neuen Video wollt, dann könnt ihr auch gerne die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr jedes Mal so ein kleines... Maya hat ein neues Video hochgeladen, da könnt ihr direkt drauf und verpasst nichts mehr. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns beim nächsten Video. Muah!